Herzlich willkommen zu meiner Videodokumentation über den faszinierenden Park von Sanssouci und seine prachtvollen Schlösser und Gebäude. Diese beeindruckende Parkanlage wurde von keinem Geringeren als Friedrich dem Großen erschaffen und während der Herrschaft von Friedrich Wilhelm IV. Weiterentwickelt. Ein Spaziergang durch den Park von Sanssouci ist gleichzeitig eine Reise durch die Epochen der monarchistischen Ära Preußens. Die kunstvoll gestalteten Gärten, majestätischen Schlösser und historischen Gebäude lassen die Besucher in eine Zeit eintauchen, in der die königliche Pracht und der barocke Stil die Szenerie beherrschten. Das wohl bekannteste Gebäude ist das Rokoko-Schloss oberhalb der Terrassenanlage mit den Weinstöcken. Die Lage des Schlosses bietet einen weiten Blick über Potsdam. Friedrich selbst ließ es zwischen 1745 und 47 nach seinen Plänen bauen. Wenn ich an Preußen denke, sehe ich den alten Fritz leicht gebückt mit seinen Hunden im Park spazieren gehen. Seine Hunde liebte er mehr als die Menschen. Noch vor dem Schlossbau ließ Friedrich eine unterirdische Grabkammer errichten für seine Hunde und ihn selbst. Einem Freund soll er anvertraut haben: Wenn ich dort bin, werde ich ohne Sorge sein. Ich sehe den philosophischen König in seinem Arbeitszimmer, wie er durch das Fenster auf die Skulptur der Blumengöttin Flora blickt und auf die römischen Herrscherköpfe, die seine Grabstelle bewachen. Würde man sich nicht über die Kartoffeln auf seiner Grabplatte wundern, könnte man fast daran vorbeigehen. Der alte Fritz starb am 17. August 1786 im Sessel seines Arbeitszimmers. Aber erst am 14. September 1991 sollte sich sein Wunsch erfüllen, in seiner Gruft begraben zu werden. Die Särge von Friedrich dem Großen und seinem Vater Friedrich Wilhelm I., die sich seit 1952 nach mehreren Stationen in der evangelischen Kapelle der Burg Hohenzollern befanden, wurden mit der Bahn zurück nach Potsdam überführt. Aber das soll jetzt nicht das Ende unserer Geschichte sein. Der Park bietet noch viele Überraschungen. Das Schloss wurde von seinem Architekten Georg Wenceslaus von Knobelsdorf gebaut. Friedrich hatte genaue Vorstellungen, wie es aussehen sollte. Er hatte lange vorher Skizzen gemacht, aber es kam immer wieder zu Streitigkeiten mit Knobelsdorf. Auch mit seinem ewigen Untermieter, dem französischen Philosophen Voltaire, geriet Friedrich trotz der engen Freundschaft immer wieder in Streit. Voltaire wohnte lange Zeit im Schloss und war sozusagen Dauergast. Aber mal ehrlich, zwei sarkastisch veranlagte Geistesmenschen unter einem Dach, das konnte nicht gut gehen. Irgendwann musste Voltaire seine Koffer packen. Blicken wir nochmal auf das Grab des Königs und was entdecken wir da? Kartoffeln. Denn der alte Fritz und die Kartoffeln sind untrennbar miteinander verbunden. Und was hat es damit auf sich? Nun, in Brandenburg herrschte durch die Kriege Hungersnot. Der König wies seine Beamten an, in den Provinzen den Anbau von Kartoffeln durchzusetzen. Aber einige Bauern haben das wohl falsch verstanden, denn sie kochten alles, was über der Erde wuchs. Die Knollen hingegen erachteten sie als ungenießbar. Um Hunger- und Darmproblemen der Untertanen entgegenzuwirken, mussten seine Beamten noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Der König allerdings bevorzugte als Genussmensch gute Weine und erlesene Früchte. Beides ließ er in seinen Gartenanlagen anbauen und kultivieren. Ich habe sie zwar nicht nachgezählt, aber es sollen über 5000 Statuen und Figuren sein, die den Park und Gebäude zieren.
Es gehört zu den großen Herausforderungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin-Brandenburg, die Erhaltung voranzutreiben, damit sie wieder so schön erstrahlen. Vom halbrunden Säulengang hinter dem Schloss schweift der Blick auf eine Anhöhe. In der Ferne ist eine Art Ruine zu erkennen. Viele Besucher werden sich gefragt haben, was es damit auf sich hat. Wir werden der Sache mal auf den Grund gehen und den Ruinenberg besteigen. Lange hatte sich Friedrich der Große mit der Problematik der Wasserversorgung für seine Brunnen und Fontänen im Park beschäftigt. So ließ er Mitte des 18. Jahrhunderts ein Wasserreservoir errichten. Das runde Becken ist umgeben von kolossalen Säulen und einem Rundtempel. Alles ist einer antiken Ruinenlandschaft nachempfunden. Jetzt soll noch mal jemand sagen, der König hätte keine guten Ideen gehabt. Als Friedrich Wilhelm IV. Regierte, bewies auch er Ideenreichtum und ergänzte 1846 die Ruinenlandschaft mit dem Bau eines 23 Meter hohen mittelalterlichen Wachturms. Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Ein Landschaftspark rund um die Ruine sollte auch noch entstehen. Peter Josef Lenné musste mal wieder ran. Ja, und da hätten wir noch das chinesische Teehaus. Um hier Tee zu trinken, musste Friedrich wohl einige hundert Meter gehen. Es sei denn, er benutzte die Kutsche. Ich frage mich, wie ist er bloß auf die Idee gekommen, ein vergoldetes chinesisches Teehaus zu bauen? Die Wahrheit ist, im Rokoko-Zeitalter war die Neugierde und Begeisterung für die chinesische Kultur sehr ausgeprägt. Die vergoldeten Sandsteinplastiken am Fuße der Säulen stellen fröhliche Chinesen dar, wie sie musizieren, essen und trinken. Nur die Gesichter scheinen dem Antlitz von Chinesen nicht so recht zu entsprechen. Aber dafür gibt es einen Grund. Für den Bildhauer standen nämlich keine Chinesen zur Verfügung. Deshalb musste er auf Menschen der Umgebung zurückgreifen, die für ihn Modell gestanden haben. Übrigens verzögerte sich die Fertigstellung wegen des Siebenjährigen Krieges und der leeren Kassen um ganze 9 Jahre. Aber schlendern wir doch mal weiter. Die verschiedenen Sichtachsen zwingen zum Innehalten. Sie lenken die Blicke auf weitere schöne Bauwerke. Ob Bildergalerie oder neue Kammern, meist sind es flach gehaltene Bauten, die sich mit vielen Statuen schmücken. Das neue Palais wurde in den Jahren 1763 bis 1769 im Auftrag Friedrich des Großen erbaut. Das zweigeschossige Gebäude mit seiner imposanten Kuppel ist Deutschlands größtes Barockschloss und gleichsam ist es das letzte Bauwerk des alten Fritz. Mit diesem bombastischen Schloss wollte der König noch einmal so richtig auftrumpfen. Es war ihm wichtig, nach dem Siebenjährigen Krieg die Leistungsfähigkeit Preußens zu demonstrieren. Das vielseitige Schloss Ensemble dient erkennbar der Repräsentation, ganz im Gegensatz zum intimen und bescheidenen Schloss Sanssouci. Das neue Palais ist 220 Meter lang und hat mehr als 200 Räume, 4 Festsäle und ein Rokoko-Theater. Während in der sommerlichen Festsaison befreundete Herrscher und Familienmitglieder des Königs im Schloss untergebracht waren, wohnte er selbst in seiner Königswohnung im Südflügel. Das Apartment zählte aufgrund seiner prachtvollen Ausstattung zu den Höhepunkten des Rundgangs. Deutschlands letzter Kaiser Wilhelm II. Nutzte das neue Palais als bevorzugten Aufenthaltsort und Regierungssitz. Er ließ sogar die unterirdischen Zugänge vom Schloss in die gegenüberliegenden Wirtschaftsräume ausbauen.
In den prachtvollen Gebäuden zur linken und rechten Seite des Triumphtores wurden Gäste, Beamte und Bedienstete sowie die Dienerschaft untergebracht. Zwischen Schloss und Triumphtor befindet sich der weitläufige Exerzierplatz. Von dort aus marschieren wir jetzt weiter in Richtung römische Bäder. Auf dem Weg zu den römischen Bädern kommen wir am Schloss Charlottenhof vorbei. Der Kronprinz und spätere König Friedrich Wilhelm IV. Erhielt das barocke Gutshaus im Jahr 1825 von seinem Vater als Weihnachtsgeschenk. Und so beauftragte er den Architekten Karl Friedrich Schinkel und den Gartengestalter Peter Joseph Lenné, das Anwesen umzugestalten, geprägt durch Anleihen der antiken Baukunst. Die römischen Bäder nordöstlich des Schlosses Charlottenhof geben Auskunft über altitalienische Stilrichtungen. Die Gebäudegruppe der römischen Bäder entstand von 1829 bis 1840 nach Plänen von Schinkel und Persius und natürlich des Königs, der bereits als Kronprinz zahlreiche Skizzen für das Ensemble anfertigte. Er soll ja ein begabter Zeichner gewesen sein, der seine Ideen gut zu Papier bringen konnte. Von römischen Bädern hatte der König so seine eigene Vorstellung, mit den Originalen hatte das wenig zu tun. Viele Touristen werden wahrscheinlich enttäuscht sein, dass wegen der Instandsetzung kaum Bereiche zugänglich sind. Auch ich kann euch leider nicht mehr zeigen. Aber ich verstehe die Notwendigkeit der Restaurierungsarbeiten. Das Orangerieschloss mit den Plastiken, Brunnen und Arkaden, umgeben von Palmen und Pflanzen, ist ein Beispiel südländischer Architektur. So gelang es dem Romantiker unter den Monarchen Friedrich Wilhelm IV. Italien nach Potsdam zu holen. Die neue Orangerie wurde Mitte des 19. Jahrhunderts ganz im Sinne des Monarchen und im Stil der italienischen Renaissance am nördlichen Rand des Parkes errichtet. Über die lange Bauzeit hinweg arbeiteten sich drei Architekten an dem 300 Meter langen Gebäudekomplex ab. Es waren die preußischen Architekten Stühler, Persius und Hesse. Sie versuchten die Wünsche des Königs Stein für Stein umzusetzen. Die endgültige Fertigstellung mit der Schmuckfassade erlebte der König leider nicht mehr. Sein Bruder Wilhelm I. vollendete das Bauwerk schließlich. Links und rechts des Hauptgebäudes mit der Fassade und den zwei Türmen befinden sich die zwei Hallen mit je 103 Meter Länge. Sie sind damals wie heute für die Wintereinlagerung der exotischen Kübelpflanzen, wie hier die Palmen, bestimmt. Die Räumlichkeiten stehen immer noch für Feierlichkeiten zur Verfügung. Um den alten Fritz ranken sich ja viele Geschichten und Legenden, wie diese mit der Mühle. Durch diese Mühle, nein, früher war es eine Bockwindmühle, soll sich Friedrich im benachbarten Schloss gestört gefühlt haben. Es störte ihn das Geklapper der alten Bockwindmühle. Zunächst versuchte der König, den Müller Grävenitz zum Verkauf der Mühle zu überreden. Der Müller wollte sie aber nicht verkaufen. Der König blieb hartnäckig, aber es nützte nichts, denn der Müller zog vor Gericht und bekam Recht. So hatte der König das Nachsehen und gab schließlich nach. Da war der alte Fritz mal wieder ganz der Große. Friedrich Wilhelm IV. Schmiedete schon als Kronprinz Pläne und fertigte Skizzen für den Entwurf der Friedenskirche. Es sollte seine Kirche sein, die er zu Fuß erreichen konnte. Der Grundstein wurde am 14. April 1845 gelegt.
Allerdings verstarb sein Baumeister Persius wenige Monate später und so übernahm August Stühler die Verantwortung. Die Friedenskirche ist ein bemerkenswertes Bauwerk. Ihr Baustil orientierte sich an der frühchristlichen Kirche San Clemente in Rom. Aber mit der Zeit wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten, insbesondere am 42 Meter hohen Glockenturm, notwendig. Diese Arbeiten wurden nicht zuletzt durch Großspenden der Hermann-Remsmar-Stiftung und, jetzt kommt's, Günter Jauch ermöglicht. Jauch hatte ja einen besonderen Bezug zur Friedenskirche, in der er 2006 geheiratet hat. Gehen wir mal in die Kirche hinein. Die dreischiffige Säulenbasilika besitzt kein Querschiff. Im Inneren fällt sofort die flache Kassettendecke ins Auge, ebenso wie das byzantinische Mosaik, das die Apsis hinten schmückt. Das Material für dieses Kunstwerk aus dem 13. Jahrhundert besorgte sich der König in weiser Voraussicht schon sehr früh in Italien und das für schlappe 385 Taler. Hier unter den Marmortafeln befindet sich die Gruft mit den Sarkophagen des Königspaares, behütet von einem Auferstehungsengel, ganz so, wie es der König in seinem Testament verfügte. 1851 wurde die überlebensgroße Christusstatue im Atrium über dem Brunnen errichtet. Im südlichen Arkadengang betet Moses als Marmorfigur zu Gott. Gestützt wird er von zwei hohen Priestern. Bei diesem Kunstwerk handelt es sich um das letzte Werk von Daniel Christian Rauch. Mit Schloss und Park Sanssouci haben beide Friedrichs als Könige etwas geschaffen, was auch nachfolgende Generationen in Staunen versetzt. Der alte Fritz, auch Friedrich der Große genannt, hat wahrlich auch Großes erschaffen. Doch bleibt der König für mich ein Rätsel. Wie kann so ein geistreicher König, der sich der Philosophie und der Kultur hingezogen fühlte, gleichzeitig so ein kriegerischer Feldherr sein? Im Grunde war er doch ein moderner Mensch, der seiner Zeit weit voraus war. Lag es an seiner Erziehung, an seinem gewalttätigen Vater? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass die Zitate des Königs auch in die heutige Zeit passen. Ein unterrichtetes Volk lässt sich leicht regieren. In meinem Staate kann jeder nach seiner Fasson selig werden.